So, sind angezogen. Los geht's. Wir ran. Naja, ist nicht mal was. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir haben jetzt schon länger nichts mehr hochgeladen. Ich glaube, das letzte war eh auch Koh Samui im Februar. Und wir sind aktuell seit 2 Wochen, seit Anfang September, auf Weltreise, aktuell auch wieder auf Koh Samui. Ja. Und möchten jetzt wieder öfter vloggen und ja, dachten uns, heute direkt starten wir. Was machen wir heute? Wir haben uns einen Roller ausgebaut und erkunden jetzt ein bisschen die Insel und haben uns gedacht, dann nehmen wir euch einfach mit. Genau, wir schauen einfach einmal, wo es uns hin verschlägt, was wir entdecken. Und ich hätte gesagt, wir fahren los, oder? So, auf los geht's los. So, das ist jetzt der Roller, den wir uns ausgeborgt haben. Hier ist auch schon Start, klar. Wir haben übrigens ein richtiges Schnäppchen gemacht, weil unser Vermieter hat uns den organisiert um 150 Baht pro Tag. Das sind umgerechnet 4,50 Euro. Überall anders auf der Insel haben wir, ich glaube, das Doppelte, oder? Ja, also um die 300 bis 400 Baht verlangen die meisten. Ja, also haben wir da ein richtig gutes Schnäppchen gemacht und ja, da düsen wir jetzt los. Wir sind beim ersten Spot angekommen und schaut mal, wie schön es da ist. Wir schreiben euch einfach direkt unten immer hinein, wo wir sind, weil wir können es meistens eh nicht aussprechen. Aber schaut mal, total schön und es ist echt nichts los. Also wir sind jetzt in der Nebensaison hier, aber ich weiß nicht, ob in der Hauptsaison hier viel los ist. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Wenn man hier durch dieses Tor dann durchgeht vom Parkplatz, ist hier auf der einen Seite ja so ein kleiner Pier. Also man kann auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo hinfahren in der Hauptzone. Aber schaut mal, da wird es dann einfach noch schöner. Ich gehe mal mit euch vor. Schaut mal, wie schön es hier ausschaut. Richtig traumhaft. Unser nächster Stop ist dieses Lokal und ich hoffe, dass es genauso gut ist, wie es ausschaut. Weil schaut mal, wie süß das ausschaut. Es ist so direkt hier beim Strand und halt auch direkt bei der Straße. Aber die Kulisse ist schon mal mega schön. Da gehen wir jetzt mal ran. Ich zeige euch jetzt einmal einen Einblick in die Speisekarte. Es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Drinks. Ich habe jetzt den hier bestellt. Für mich hier gibt es ein Cola. Und ganz hinten hat man dann noch das Menü. Und die Preise sind total in Ordnung. Also das gibt es hier alles. Und ja, schauen wir mal, was wir da gleich bestellen werden. Also aussehen tut das Essen ja richtig, richtig gut. Und dann auch noch mit dem Ausblick. Richtig schön. Die Sonne geht jetzt auch langsam unter. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken, oder? Ja. Ja. Und wie schmeckt es dir? Gut. Also dieses Lokal, ich sag's euch Leute, das ist echt ein Geheimtipp. Also ich habe den auch einfach nur so auf Google Maps gefunden. Also eigentlich wollten wir jetzt noch weiterfahren zu einem Night Market, aber das da hinten ist schon Regen und der Besitzer hier vom Lokal hat jetzt auch schon gesagt, der kommt her. Und wir sind doch 20 Minuten mit dem Roller von der Unterkunft entfernt und deswegen werden wir jetzt uns am Weg zurück machen und einfach hoffen, dass wir nicht nass werden. Wir sind jetzt doch noch mal stehen geblieben, weil wir haben hier im Hintergrund diesen Night Market beim Vorbeifahren jetzt entdeckt. Und wir sind jetzt ja die halbe Strecke ungefähr gefahren, haben jetzt noch 10 Minuten bis zu unserer Unterkunft. Und
Ja, den werden wir uns jetzt einfach mal anschauen, oder? Was findest du? Genau, das machen wir jetzt. Ja, brauchen wir noch eine Nachspeise. Ist auf jeden Fall nur ein ganz kleiner Night Market und es gibt nur Essen. Aber das heißt, wir werden hoffentlich fündig mit der Nachspeise. Das ist jetzt der einzige Stand, den wir gefunden haben, mit was Süßem. Da schlagen wir jetzt zu. Also die Nachspeisen haben wir gesichert, die zeigen wir euch gleich. Aber wir werden uns jetzt direkt auf den Weg machen, weil, ja, es nieselt schon. Also noch schnell ins Apartment, damit wir hoffentlich trocken ankommen. Ja, also das mit, wir fahren noch schnell, wurde da nichts. Es ist alles schon komplett nass. Wir haben da jetzt solche Ponchos. Die werden wir jetzt anziehen und dann ja hoffentlich schnell im Apartment sein. So, sind angezogen. Los geht's! Hier rein! Naja, es ist nicht mal was. Moped fahren bei Regen. Wir waren dabei. Schaut euch mal an. Die Schuhe, meine Stoffschuhe. Sind jetzt Badeschlapfen. Hier. Michis Hose. Halt jetzt mein, Zeit haben. Ja, mein Kleid kann ich ausdrücken. Aber wir haben es geschafft. Und mit Nachspeise. Mit Nachspeise. So, das alles ist nur passiert wegen diesen guten Teilen hier. Wenn wir nämlich direkt gefahren wären zum Apartment, wäre es sich ausgegangen von der Zeit. Aber egal, wir haben bitte sage und schreibe ungefähr 90 Cent für alle drei Stück gezahlt. Also wir dürften da bei so einem Night Market gewesen sein, der wirklich nur Essen war und wahrscheinlich nur für die Einheimischen, also dass die halt nur dorthin hinfahren, sonst kennt das niemand. Weil der Preis ist echt unschlagbar. So, wir haben uns jetzt erstmal was Trockenes angezogen und lassen uns hier die Donuts gleich mal schmecken. Und das war es jetzt dann auch schon mit dem heutigen Vlog. Wir werden sicher noch einen machen, weil wir wollten eigentlich noch ein bisschen mehr unternehmen und euch mehr mitnehmen und zeigen. Aber ja, das Wetter kam jetzt leider dazwischen. Wir sind aber noch insgesamt 2 Wochen auf Koh Samui, also wird sich da sicher noch ein Vlog ausgehen, wo wir euch noch ein paar Sachen zeigen können. Und ja, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Vlog. Bis bald.